Tag 2, 3 Panamerikanische Meisterschaft, wie ich probiere, ein bisschen aufs Speed zu kommen. Und dann geht's auch bald da. Die Kurve ist mal weg. Man schnauft schon wieder so hart hier oben, weil der Start ist schon wieder auf 2200 Meter oder so. Oh.
Training ist durch. Hat sich jetzt schon angefühlt, als ob ich wieder ein bisschen mehr auf Tempo gekommen bin. Aber immer noch vom Fahren her halt eher unsicher, würde ich jetzt sagen. Oder es fühlt sich an unsicher. Viele so kleine Fehler immer, wo die Balance irgendwie nicht gepasst hat in der Kurve. Aber egal, jetzt geht's zum Seeding Run. Also das Training ist durch. Aber da es so hochoffizielles UCI-Rennen hier natürlich ist, haben sie wieder die Helmkameras für Quali und Rennen verboten. Ich check das nicht, warum diese Regel ist. Warum man im Training mit Helmkamera fahren darf, aber im Rennen nicht, weil es wäre eigentlich geil, die Aufnahmen nicht mehr zu haben. Wenn irgendjemand weiß, warum es die Regel gibt, kann das gerne mal reinschreiben, würde mich auch interessieren. So Leute, wir sind wieder direkt am nächsten Tag. Ich habe gestern gedacht, ich bin schlau und versuche trotzdem im Quali-Lauf die GoPro mitzunehmen. Haben es mir dann vor dem Start abgenommen, was heißt abgenommen, hab sie weggeben müssen. Seitdem hat es jetzt irgendjemand, den ich bisher nicht mehr getroffen habe. Also muss ich jetzt mit der alten GoPro filmen. Deshalb wahrscheinlich ein bisschen schlechtere Qualität, aber ich habe es wenigstens probiert. Quali gestern oder Seeding Run war eigentlich ganz cool. Bin gut durchgekommen, habe jetzt nicht alles gegeben und bin am Ende Siebter geworden. Ich glaube so knappe 4 Sekunden hinter Mulelli, er war Erster. Bin ja eigentlich ziemlich glücklich drüber. Erste Zeitlauf eigentlich jetzt diesem Jahres. Jetzt kommt ein Auto. Ah. Und ja, jetzt einfach mal schauen, wie es im Training noch geht. Was ich gesehen habe, ist, dass die anderen alle so ein bisschen harte Reifen fahren, weil das lange Flachstück, wo man da so 30 Sekunden dahin pusht und rollt, das frisst, glaube ich, mit meinen riesen Downhill-Schlappen ein bisschen Zeit. Aber ich probiere Gas zu geben, so schlecht war die Quali gar nicht, deshalb mal schauen, wie es heute wird. Ihr seid dabei. Leute, das Rennen ist vorbei. Ist jetzt ganz schnell gegangen. Hab heute leider nicht viel filmen können. Ein bisschen Kameraprobleme gehabt. Aber ein absolut geiles Event. Also wirklich mehr als geil. So viele Fahrer aus Ländern, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die überhaupt Rad fahren. Echt verrückt. Richtig verrückt. Bin beim Rennen jetzt gesamt Vierter geworden. Wo es echt passt. Also bin ich eigentlich ganz glücklich. Für einfach mitfahren und genau jetzt machen wir Schluss hier komplett.
Und das nächste Video gibt es dann aus Valparaiso beim City Downhill. Und da muss dann abgehen, Alter. Ciao.